Wie das Aufwachsen uns formt. Man hat Glück im Elternlotto oder leider auch Pech. Viele Menschen verstehen erst rückwirkend, was in Kindheit und Jugend wirklich geschehen ist. Hier sind nicht nur die schlechten Seiten zu nennen, sondern natürlich auch die guten. Viele Erwachsene können erst richtig einschätzen, wie viel Aufwand und Liebe ihre Eltern damals investiert haben, wenn sie ihre eigenen Kinder haben. Die Erziehung bringt als Produkt einen Menschen hervor, der selbst gar keine Ahnung hat, welcher Kraftaufwand und wie viel Verzicht dahinter stecken. Perfekte Eltern gibt es nicht, aber welche, die sich sicher mehr um ihren Nachwuchs bemühen als andere, sehr wohl. Wir stellen dir in unserem heutigen Video einige Wege vor, wie deine Erziehung Einfluss auf deine Persönlichkeit und dein Leben nehmen kann. Nummer 1. Die Vorbildwirkung. Sie prägt uns sicherlich am stärksten, interessanterweise allerdings in zwei komplett entgegengesetzte Richtungen. Wir können entweder den gelebten Rollenbildern aus unserer Kindheit nacheifern oder sie ablehnen und das genaue Gegenteil davon für uns als richtig empfinden. Wenn wir Kinder sind, ist unsere Welt sehr klein und überschaubar. Eltern, Großeltern und Geschwister sind unsere Hauptansprechpersonen. Andere Familien und andere Lebensweisen lernen wir erst später kennen. Die ersten Lebensjahre sind jedoch prägend. Das erste Hinterfragen findet in der Pubertät statt. In dieser Zeit werden die Eltern bekanntlich schwierig und wir beginnen, sie und ihre Dogmen kritisch zu betrachten. Später im Leben erkennen wir vielleicht, dass doch nicht alles schlecht war, was uns zu Hause vorgelebt wurde. Selbst traditionelle und altbackene Rollenbilder haben ihre Vorteile und ihre guten Seiten. Nur weil dieser Tage alles möglich ist und jedes Familienmodell auf gesellschaftliche Akzeptanz stößt, bedeutet dies nicht automatisch, dass unsere Kindheit perfekt oder total verkorkst war. Wenn es um die Vorbildwirkung geht, regiert ein drastisches Schwarz-Weiß-Denken in unseren Köpfen. Kaum ein anderes Thema polarisiert im Hinblick auf Familie so stark wie dieses. Hier entstehen Glaubenssätze, die es später im Leben neu zu bewerten gilt. Nummer 2. Welcher Bindungstyp bist du? Die Bindung an unsere Eltern bestimmt zu einem Großteil, welche Art davon wir im späteren Leben zu unserem Bindungsstil erklären. Hier werden in der Kindheit definitiv die Grundsteine für später gelegt. Die Bindungstypen beschreiben, wie stark sich Menschen an ihren Bezugspersonen orientieren. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die emotionale Beziehung zwischen Kindern und ihrem Umfeld ableiten. Die Forschung unterscheidet hier vier verschiedene Bindungsmodelle. A. Die sichere Bindung. Diese hilft dem Kind dabei, sich intellektuell, sozial und geistig bestmöglich zu entwickeln. Das Stichwort hierbei lautet angstfrei. Kinder, die in einem sicheren Hafen oder schützenden Kokon aufgewachsen sind, haben später im Leben die allerbesten Chancen. Sie werden Studien zufolge sogar seltener kriminell oder suchtkrank. B. Die unsicher vermeidende Bindung. Diese entwickelt sich, wenn Kinder in den ersten Lebensmonaten schon das Gefühl vermittelt bekommen, eine Belastung für ihre Eltern zu sein. In der Folge hören sie auf, ihre Gefühle auszudrücken. Die Kinder wirken dabei nach außen hin selbstbewusst und ruhig. Tatsächlich aber vermissen sie ihre Bezugspersonen, nur zeigen sie es eben nicht. Kinder, die die Erfahrung machen mussten, dass ihr Umfeld unzuverlässig ist und kein Interesse an ihren Bedürfnissen zeigt, beginnen mit der Zeit auf sich selbst Acht zu geben. Später im Leben fallen Bindungen schwer, andere Menschen gelten als Unsicherheitsfaktoren. C. Die unsicher-ambivalente Bindung. Diesem Bindungstyp liegt eine besonders schwierige Ausgangslage zugrunde. Es gibt eine Bezugsperson im Leben des Kindes, die jedoch ein stark ambivalentes Verhalten zeigt, wenn es um das Wohl des Kindes geht. Dieses weiß praktisch nie, ob es sich auf seinen Erwachsenen verlassen kann oder ob seine Bedürfnisse wieder einmal vernachlässigt werden.
Nicht nur stressige Situationen fordern dieses Kind, sondern auch die Bezugspersonen an sich macht es unsicher. Auch hier regiert im späteren Leben der Glaubenssatz, dass andere Menschen wankelmütige Wesen sind, die sich selbst stets an erster Stelle reihen. D. Die desorganisierte Bindung. Kinder dieses Bindungstyps zeigen sich oft aggressiv und leiden unter deutlichen Stimmungsschwankungen. Diesem Verhalten zugrunde liegen meistens traumatische Erlebnisse in den ersten Lebensmonaten, die nicht selten direkt mit ihrer Bezugsperson zusammenhängen. Diese wird dann nicht nur als Quelle von Unsicherheit, sondern als Auslöser von Angst wahrgenommen. Werden die traumatischen Erfahrungen fortgesetzt und nicht verarbeitet, können sie sich als schwerwiegende psychische Probleme manifestieren. Als Erwachsene prägt diese Kinder konsequentes Misstrauen ihrem Umfeld gegenüber, gepaart mit mangelnder Impulskontrolle und einem ständigen Kampf gegen widersprüchliche Gefühle. Nummer 3. Emotionale Wunden. Keine Kindheit ist perfekt. Die meisten Eltern machen Fehler oder haben an irgendeinem Punkt blinde Flecken und tote Winkel übersehen. Diese Mängel können stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Sie zeigen sich nicht notwendigerweise als echte Verletzungen, sondern manchmal einfach nur in Form von besonderer Sensibilität einem bestimmten Bereich gegenüber. Im Wesentlichen gibt es 5 verschiedene emotionale Wunden, von denen jedes Kind durchschnittlich 1 oder 2 davon trägt. A. Kritik. Zu viel davon prägt uns genauso wie zu wenig. B. Mikromanagement. Auch hier macht die Dosis das Gift. C. Das Gefühl von Vernachlässigung. Wie abwesend waren die Eltern? D. Sich nicht gehört zu fühlen. Das Kind ist nur das Kind. E. Nicht geschätzt zu werden. Kinder fühlen sich eher wie Inventar als Individuen. Nummer 4. Mikromanagement oder Erziehung zur Lebensunfähigkeit. Den Begriff Mikromanagement kennen wir eigentlich aus der Berufswelt. Dort sind Horrorvorgesetzte damit gemeint, die ihren Untergebenen nicht nur das kleinste Stückchen Eigenverantwortung zutrauen. Im Falle der Eltern-Kind-Beziehung kennen wir dieses Phänomen unter den Bezeichnungen Helikopter- oder Rasenmähereltern. Sie schwirren entweder 24 Stunden am Tag um ihren Nachwuchs herum und lösen dessen Probleme schon lange, bevor sie entstehen können. Oder sie mähen souverän jedes Hindernis aus dem Weg, welches den lieben Kleinen in die Quere kommen könnte. So oder so. Sie erziehen ihre Kinder im guten Glauben, nur das Beste für sie zu wollen, indem sie das echte Leben aussperren und ihnen ein Aufwachsen unter utopischen Laborbedingungen ermöglichen. Als Erwachsene sind diese Kinder es dann nicht gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen oder Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Von vielen Bereichen des zwischenmenschlichen Lebens haben sie schlichtweg keine Ahnung, da ihnen Konflikte stets abgenommen wurden und jedes Wölkchen am Horizont sofort von Mama oder Papa weggepustet wurde. Nummer 5. Unterstützung? Ja oder nein? Es verwundert und überrascht keineswegs, dass Kinder, die von ihren Eltern Zuspruch und Unterstützung erhalten haben, später im Leben erfolgreicher, glücklicher und besser in die Gesellschaft integriert sind als andere. Der goldene Mittelweg zwischen Motivation und Mikromanagement ist hier entscheidend. Lob und Anerkennung brauchen Kinder so dringend wie die Luft zum Atmen. Allerdings spüren sie es auch, wenn eine Leistung gewürdigt wird, die sie selbst nicht als solche erkennen. Ein Mitleidslob ist ebenso wenig gefragt wie das Fehlen davon. Unser heutiges Fazit: Alle Schuld den Eltern? Angeblich ist Kindererziehung ganz einfach, nur das Ergebnis zu lieben ist schwer. Die Kinder sehen sich mit der umgekehrten Herausforderung konfrontiert. Sie müssen mit dem Produkt ihrer elterlichen Erziehungsversuche ihr ganzes Leben bestreiten und irgendwie damit klarkommen. Eltern sind auch nur Menschen. Wenn wir davon ausgehen können, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes versucht haben, ist schon viel gewonnen. Erziehung an sich ist ein lebenslanger Prozess, der niemals aufhört. Wenn die Eltern damit fertig sind,
fängt das Leben damit an. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!